Habt ihr schon mal was von Schlossgespenstern gehört? Sicher. Natürlich weiß man, dass es keine Gespenster gibt. Und selbst der Pumuckl hält sie für ein glattes Märchen. Aber es gibt alte, etwas versponnene Leute, die behaupten steif und fest, dass es Schlossgespenster gibt. Jakob, der alte Diener der Gräfin zur Linden, gehört zu diesen Leuten. Aber wahrscheinlich glaubt er deshalb daran, weil er lange auf dem etwas düsteren gräflichen Schloss gelebt hat und es in dem alten Gemäuer eben mal immer irgendwo raschelt und knistert und knarzt. Seit ein paar Jahren aber ist die Gräfin in ihre Stadtwohnung gezogen, die mit wunderschönen alten Möbeln eingerichtet ist. Eines Tages fuhr der gräfliche Wagen vor Meister Eders Werkstatt vor und der Chauffeur und der Diener Jakob luden vorsichtig eine kleine Kommode aus und brachten sie zu Meister Eder. Und der gräfliche Diener Jakob sagte ehrfürchtig: 16. Jahrhundert, ein Stück aus unserem Schloss. Die Frau Gräfin, Herr Schreinermeister, lässt bitten, die etwas beschädigten Intarsien wieder zu ergänzen. Jawohl. Wissen Sie, die Feuchtigkeit auf dem Schloss, die... Ja, das kriegen wir schon wieder hin. Das Stück soll jetzt in der Stadtwohnung stehen. Aha. Da kommt es mehr zur Geltung, sagt Frau Gräfin. Ja, da hat sie recht. Frau Gräfin möchte es nicht zu lange bei Ihnen herumstehen wissen. Mhm. Es ist sehr wertvoll, sagt sie. Und die Gefahr, dass an diesem Stück... Ja, mir ist auch lieber, wenn ich es wieder draußen habe. Sie können es übermorgen abholen. Frau Gräfin wird Ihnen sehr zu Dank verpflichtet sein. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Auf Wiedersehen und sagen Sie bitte der Frau Gräfin einen schönen Gruß. Dankeschön, Herr Eder. Ich werde Ihren Gruß übermitteln, Herr Eder. Wiedersehen. Zu Dank verpflichtet, wenn Sie auch von mir einen Gruß an die Frau Gräfin übermitteln möchten. Ich bin nämlich auch aus dem 1600. Jahrhundert. Da hast du aber gut aufgepasst. Oh, jawohl. Aber das ist eine schöne Kommode und eine Tüftelarbeit, sie wieder richtig hinzubringen. Die Frau Gräfin hat überhaupt viele schöne alte Sachen. An den Wänden hängen lauter alte Uhren und an der einen Wand sind alte Schwerter. Alle von den gräflichen Ahnen. Ja, sogar eine echte Ritterrüstung steht da. Eine Ritterrüstung? Ja, Ritter, ja. Die ein Ur-Ur-Ur-Großvater von der Gräfin wirklich getragen hat. Hm. Wie viele Uhren, sagst du? Große und kleine. Hm. Bei einer tanzt alle Stunde ein Männchen zu einem Glockenspiel. Ui, ja, das muss aber sehr, sehr, sehr schön sein. Ja, wirklich. Und die Schwerter klingeln die auch? Und klirren. Ah, nicht von allein jedenfalls. Nein, aber die könnte man doch also zum Klirren bringen, nicht wahr? Nun ja. Und was ist das? Was ist das? Eine Ritterrüstung? Ein Gewand aus Eisen. Aus Eisen? Das glänzt wie Silber. Muss recht unbequem gewesen sein. Ja, du weißt was? Das will ich mir anschauen. Die Uhren und die Schwerter und die Rüstung. Was? Wenn du die Kommode zurückbringst, dann gehe ich mit. Nein, lieber nicht. Doch, lieber schon. Außerdem bringe ich die Kommode nicht hin, sondern sie wird wieder abgeholt. Ja, dann, weißt du, dann werde ich eben mit abgeholt. Untersteh dich. Ich will der Frau Gräfin keinen Ärger machen. Du bleibst hier, verstanden? Ja, verstanden habe ich es schon. Mein Einverständnis zum Verstehen kann ich dir aber leider noch nicht übermitteln. Du, pass auf. Ich glaube nämlich, dass Kobolde in gräflichen Gemächern aufs Gemütlichste und Gemächlichste hinpassen. Das glaube ich nicht. Doch, das glaube ich schon. Aber da brauchen wir heute nicht streiten. Bis übermorgen ist noch viel Zeit. Es war leider nicht genug Zeit, um den Kobold die Erzählung von den gräflichen Herrlichkeiten vergessen zu lassen. Als die Kommode abgeholt wurde, ließ sich der Pumuckl tatsächlich mit abholen. Die Stadtwohnung derer von Zur Linden war geradezu ein Paradies für Kobolde. Schon allein der Kristalllüster mit den vielen glitzernden, geschliffenen Glasstückchen war ein Erlebnis. Mit einem Satz sprang der Pumuckl hinauf. Wie das klirrte. Oh, das ist ja eine klingelnde, singelnde Schaukel. Schön durcheinander klimpern, so. Ja, das ist wie Musik, wie Koboldsmusik. Hey, du da, steh nicht so dumm da, du Silbermann, sonst klettere ich in dich hinein. Ist gar nicht wahr, ich mag gar nicht reinklettern, es ist nämlich viel zu dunkel da drin. Ich gehe lieber zu den Schwertern. Schwerter sind
Ui, da sind sie ja. Die sind schön. Das wäre was für den Meister Eder zum Wurst runterschneiden. Ob die runterfallen, wenn man an dem Nagel da herumnackelt? Mal probieren. Oh, ruck, ho, ruck, ho. Jakob! Jakob, waren Sie das? Hallo, Jakob! Frau Gräfin. Frau Gräfin Wünschen? Oh, da liegen ja zwei von den Schwertern auf dem Boden. Darum habe ich ja eben nach Ihnen gerufen. Ich dachte, Sie wären die da. Die Schwerter sind, Frau Gräfin. Frau Gräfin, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Aber Jakob, wenn was runterfällt, geht es immer mit rechten Dingen zu. Waren eben schlecht aufgehängt. Mit Verlaub, Frau Gräfin, Sie waren von mir eigenhändig aufgehängt. Und wenn ich etwas aufhänge, hängt es gut. Das kann schon sein. Aber sehen Sie doch, da, der Nagel ist aus der Wand ausgebrochen. Obwohl kein Mensch im Zimmer war? Oh, erlauben Sie, Frau Gräfin, aber mir schaudert. Machen Sie doch kein Gesicht, als hätten Sie es mit Gespenstern zu tun. Ich bitte, ein solches Gesicht machen zu dürfen, denn wir haben es mit Gespenstern zu tun. Von mir aus, wenn Sie es glücklich macht. Aber lassen Sie den Nagel eindübeln, ne? Vielleicht ist Ihr Gespenst so nett und hilft Ihnen dabei. Nicht spotten, Frau Gräfin, bitte nicht spotten. Hören Sie doch bitte mit den Geschichten auf, mit denen Sie uns schon als Kinder auf Schloss Althausen geängstigt haben. Ich bin über das Alter hinaus. Außerdem, wir sind hier in der Stadt. Ich habe noch nie etwas von Stadtgespenstern gehört. Aber Frau Gräfin haben etliche Möbel vom Schloss kommen lassen und in den... Und da war ein Gespenst versehentlich mit eingepackt. Unsinn. Ich gebe zu, Frau Gräfin. Und mit... genug, Jakob. Ja, bringen Sie das bitte wieder in Ordnung. Wie Frau Gräfin wünscht. Der Nagel wurde eingedübelt. Der Pumuckl verhielt sich ruhig. Erst als er wieder allein im Zimmer war, setzte er seine Entdeckungsreise fort. Der Meister Eder hatte doch von Uhren gesprochen, von kleinen und großen. Wo waren die? Er entdeckte sie im übernächsten Zimmer. Ist das ein Geticke und ein Geschwinge? Die kleine Uhr da, wie die schnell hin und her wedelt. Du musst ja lachen. Warum läufst du so schnell? Komm, lass dir doch Zeit, sonst geht dir der Tag so schnell vorbei. Nimm dir ein Beispiel an der großen Uhr da. Schau mal, da. Was, du kleines Ding, du willst nicht folgen? So, warte du, ich stell dir ein Bein und dann stolperst du und dann hört die Rennerei auf. Jawohl, so, jetzt stehst du still zur Strafe, jawohl. Jawohl, mein Ziel. Ui, das sind ja noch andere, die ganz genauso rennen. Das ist aber höchst ungemütlich. Ich werde euch alle anhalten, verstanden? So, zuerst dich, so, und dann dich, so. Nur die großen, langsamen, die dürfen noch ticken. So ist es gut. Ja. So ist es eine Wohltat. Oh, ui. Der Gespenster Jakob kommt. Ich bin gespannt, was der jetzt sagt, wenn die kleinen Uhren alle ganz still stehen. Ui. Frau Gräfin! Frau Gräfin! Oh, Herr des Himmels! Frau Gräfin! Was ist denn, Jakob? Oh, Frau Gräfin, die Uhren stehen. Mich schaudert, Frau Gräfin. Aber Jakob, Sie haben gestern vergessen, die Uhren aufzuziehen. Das ist alles. Mit Verlaub, Frau Gräfin, ich habe sie aufgezogen. Ja, die Großen, die gehen ja auch noch. Die Kleinen stehen, weil sie eben schneller ablaufen. Die Kleinen stehen, weil sie angehalten wurden, Frau Gräfin, von Geisterhand. Ich mutmaße, wenn Sie gestatten, Frau Gräfin, dass ihr bereits auf Schloss Althaus stets tätiger Urahn Egidius uns hier heimzusuchen beliebt. Das liebe Gespenst Egidius. Sie werden alt, Jakob. Sie fangen an, die Märchen zu glauben, die Sie selber erfunden haben. Die Uhren sind alle zur gleichen Stunde stehen geblieben, Frau Gräfin. Aber Jakob, Sie wissen doch, dass diese kleinen Uhren bei der leisesten Erschütterung schon stehen bleiben. Ich möchte nicht durch Widerspruch Frau Gräfins Unwillen erregen, aber Sie müssen mir gestatten, dass ich mir meine eigenen Gedanken mache. Und diese Gedanken
Frau Gräfin machen mich schaudern. Bitte schön, das ist Ihr Privatvergnügen. Mich schaudert's kein bisschen. Oh, sehr wohl, Frau Gräfin. Ihr könnt euch denken, mit welchem Vergnügen der Kobold das Gespräch angehört hat. Er als Schlossgespenst Ägidius, das war der größte Spaß, den er sich vorstellen konnte. Der Meister Eder aber hatte bald nach dem Abtransport der Kommode entdeckt, dass sein Kobold verschwunden war. Sein erster Gedanke war natürlich, dass der Pumuckl seinen Vorsatz wahrgemacht hatte und mitgefahren war. Kurz entschlossen klemmte er sich einen Hobel unter den Arm und machte sich auf den Weg zur gräflichen Wohnung. Er kam dort kurz nach der Uhrengeschichte an. Grüß Gott! Oh, Herr Eder, wenn ich nicht irre. Nein, da irren Sie sich nicht. Ich komme nur, weil ich vergessen habe, die eine Schublade abzuhobeln. Die klemmt, wissen Sie? Bitte treten Sie näher, Herr. Ja, bitte schön. Ich wollte Ihnen den Weg sparen, weil ich sowieso gerade in der Gegend war. Sehr liebenswürdig, Herr Eder. Ja. Darf ich bitten, bitte hier steht die Kommode. Ah ja, da steht ja die Kommode. Ja, das werden wir gleich haben. Was ich Sie fragen wollte. Ja, bitte. Ist Ihnen eigentlich irgendwas aufgefallen? An der Schublade? Nein. Nein, nicht direkt an der Schublade, sondern mehr, wie soll ich sagen? Ja. Ich meine, ist Ihnen nicht sonst was aufgefallen? Ich weiß nicht, auf was Sie anspielen, Herr Eder. Es klingt saudumm, aber ist nichts runtergefallen oder so? Die Schwerter zum Beispiel. Herr Eder, woher wissen Sie? Haben Sie, solange die Kommode bei Ihnen war, ähnliche Wahrnehmungen gemacht? Hat er bei Ihnen auch gespuckt? Gespuckt? Ja, das ist bestimmt Ägidius. Ein auf geheimnisvolle Weise umgekommener Vorfahre unserer Frau Gräfin. Und von mir aus nennen Sie ihn Ägidius. Ich nenne ihn Pumuckl. Das wird er Ihnen aber übel vermerken. Pumuckl ist kein hoffähiger Name. Ich glaube eher, dass er es übel vermerkt, wenn Sie ihn Ägidius nennen. Er hat zwei Schwerter heruntergeworfen und die Uhren zum Stehen gebracht. Jakob! Das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Psst, nicht laut, Herr Eder. Frau Gräfin kommt. Ah, ja. Grüß Gott, Herr Eder. Nett, dass Sie uns... Aber was machen Sie beide denn für Gesichter? Sie schauen drein, als hätte ich Sie bei was ertappt. Wenn Frau Gräfin schon etwas gemerkt haben, dann erlaube ich mir, Folgendes auszusprechen. Herr Eder hat ebenfalls Ägidius bemerkt. Ah, da scheinen mir ja die zwei Richtigen zusammengekommen zu sein. Verzeihen Sie, aber ich halte Sie beide für Kindsköpfe. Ich verstehe Sie gut, Frau Gräfin, aber in dem Fall haben Sie nicht recht. Es ist zwar nicht der Ägidius... Ah, was ist es dann, lieber Meister? Bloß ein Kobold, der Pumuckl. Und wenn Sie mich einen Augenblick hier allein lassen, dann wird er sichtbar und ich kann ihn mitnehmen und dann haben Sie Ihre Ruhe. Von Ägidius sind wir nicht zu befreien, Frau Gräfin. Wenn Sie mich allein lassen, dann packe ich den kleinen Kerl und stecke ihn in die Tasche. Ja, einen kleinen Kerl, nennt er ihn. Oh Gott, den Ägidius. Genug, ja. Packen Sie ihn in Ihre Tasche oder wohin Sie wollen, aber hören Sie mit der Kinderei auf. Ist die Schublade in Ordnung? Ja, schon. Na, dann danke ich Ihnen, Herr Eder. Ja, schicken Sie mir bitte die Rechnung. Seien Sie mir nicht böse, Frau Gräfin. Ich will ja bloß, dass Sie Ihre Ruhe haben. Pumuckl, komm, geh mit, sei gescheit. Aber Herr Eder! Ja, dann eben nicht. Dann gehe ich halt allein weg. Aber ich bin an nichts schuld. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Ich weiß, Sie haben es gut gemeint. Jakob, ich muss jetzt wegfahren. Bringen Sie Herrn Eder an die Tür und sagen Sie dem Chauffeur Bescheid. Sehr wohl, Frau Gräfin. Kommen Sie. Herr Eder. Natürlich ist der Pumuckl auf Meister Eders Aufforderung hin nicht mitgekommen. Die Sache machte ihm viel zu viel Spaß. Der Meister Eder stand ein wenig unschlüssig auf der Straße herum. Was sollte er nur machen? Er sah nach einiger Zeit die Gräfin wegfahren. Da kehrte er entschlossen um und klingelte nochmals an der gräflichen Wohnung. Jakob öffnete. Da bin ich nochmal. Es ist wegen dem Pumuckl. Oh, Herr Eder, nehmen Sie bitte nicht dieses vulgäre Wort in den Mund. Nicht im Zusammenhang mit den gräflichen Ahnen. Es wird tief verübelt. Glauben Sie mir doch, es hat gar nichts mit den Ahnen zu tun.
Das ist ein Kobold und kein Gespenst. Gespenster gibt es wirklich nicht. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, ja? Herr Eder, dass es in gräflichen Familien des Öfteren Gespenster gibt, aber niemals Kobolde. Kobolde entsprechen keiner vornehmen Tradition. Von mir aus. Es ist ja auch kein gräflicher Kobold, sondern ein ganz bürgerlicher, der bei mir haust. Möglich, dass bei Ihnen solches Gelichter haust, bei uns nicht. Sie, gell? Der Pumuckl ist kein Gelichter. Das ist ein netter Kerl. Und wenn Sie mich reinlassen in Ihren Salon und allein nachschauen lassen, dann werden Sie schon sehen, dass Ihr Aegidius auch bald verschwunden ist. Ich glaube, Sie wollen uns verhöhnen, Herr Eder. Nein, ich will meinen Pumuckl wieder haben, das ist alles. Bedauere, bedauere. Ich glaube, Sie haben nicht den rechten Umgangston, um uns vom Grafen Aegidius zu befreien, Herr Eder. Außerdem darf ich in Abwesenheit der Gräfin niemand allein in die Wohnung lassen. Dann nicht. Aber wenn der Pumuckl das Gespräch gehört hat, dann werden Sie was erleben. Das sage ich Ihnen. Auf Wiedersehen, Herr Jakob. Der Pumuckl hatte das Gespräch gehört. Und der Meister Eder hatte richtig prophezeit. Voll Zorn über die abfällige Art, in der der Diener Jakob über Kobolde gesprochen hatte, sprang er wie ein Floh in der gräflichen Wohnung hin und her. Und keine vornehme Tradition. Kobolde haben die vornehmlichste Tradition, die es überhaupt gibt. Und das fordert Rache, fürchterliche Rache. Gespenster. Zuerst muss ich mal alles verstecken. Alles. Zuerst alle Uhrenschlüssel durcheinander bringen. Die von den kleinen Uhren und zu den ganz großen Uhren und die von den ganz großen Uhren. Zu den kleinen Uhren. Jawohl. Der liebe Jakob, der soll an seinem Verstand, soll der zweifeln. Jawohl. Nicht Aegidius geht um, nein. Der Pumuckl geht um, jawohl. Der alte Klabauterer. Ein vulgärer. Ich gär wohl, aber nicht wohl, jawohl. Voll Zorn gär ich. Soll ich vielleicht alle Vasen runterwerfen, die... Vasen ist schlecht. Dann glaubt er wieder an Aegidius. Er soll aber an Kobolde glauben. An Kobolde. Jawohl, ich muss was. Ich muss was ganz Koboldiges tun. Ich muss was tun, was Gespenster nicht tun. Aber was tun denn Wesen, die es nicht gibt? Ich hab's. Jemand, den es nicht gibt, der kann auch nicht zwicken und picken. Der kann... Ich weiß, was ich tue. Der Pumuckl rannte los und suchte Jakob. Er fand ihn in der Küche, wo er gerade seinen Nachmittagskaffee in Gesellschaft der Köchin trank. Der Pumuckl witschte hinein. Ich weiß, Fräulein Marie, Sie sind zu sehr irdischen Dingen zugewandt, als dass Sie dafür Verständnis hätten. Aber... Glauben Sie an den alten Mann? Nein, da gebe ich der Frau Gräfin recht. Gespenster gibt's nicht. Dagegen gibt's Tage, an denen alles schief geht. Da könnte man schon eher an den Kobold vom Herrn Eder glauben. Ja. Schenken Sie sich noch ein, es ist schon noch Kaffee drin in der Kanne. Bin zu frei, Marie. Wie haben Sie denn das jetzt gemacht? Der ganze Kaffee auf dem Boden und die schöne Kanne ist hin. Vor lauter Gespenster können Sie wohl die Kaffeekanne nicht halten. Ich weiß auch nicht, wie das zugegangen ist. Mich hat was am gezwickt und... Ja, Gespenst vielleicht. Nein, sowas tun Gespenster nicht, Marie. Wo ist denn der Putzlumpen? Den habe ich doch gerade vorhin noch in der Hand gehabt. Herr Stoffzeiten, wo ist denn der Putzlumpen? Ich hole Schaufel und Besen. Die Schaufel steht unterm Herd. Nein, sie steht nicht unterm Herd. Freilich, da habe ich sie doch vorhin hingestellt. Machen Sie halt die Augen auf. Es ist nutzlos, Augen aufzumachen, wenn man deutlich sieht, dass die Schaufel nicht da ist. Wie schauen Sie denn überhaupt aus? Voller Butter. Da vorne runter sind Sie voller Butter. Voller Butter. Und Ihre Semmel liegt mitten im Kaffee am Boden. Wann haben Sie denn jetzt die runtergeschmissen? Die habe ich ja gar nicht.
Oh, oh, na, die schöne Livree. Frau Gräfin wird schelten. Marie, haben Sie ein Fleckmittel? Nehmen Sie das Benzin, da drüben steht's. So, da drüben? Nein, da steht es nicht da drüben. Es steht da drüben, ich sehe es doch. Tatsächlich. Er schmeißt das Benzin auch noch auf den Boden. Wo ist denn der Putzlumpen? Marie, ich bin an das Benzin gar nicht richtig hingekommen. Da ist es schon hinuntergefallen. Also hören Sie doch mit dem Unsinn auf, und allein fällt doch nichts runter. Also wenn ich jetzt nicht gleich den Putzlumpen finde, dann werde ich verrückt. Überflüssig. Der Putzlumpen, er liegt vor Ihnen auf dem Boden. Wer? Der Putzlumpen. Tatsächlich. Jetzt glaube ich selber an Gespenster. In diesem Falle, Marie, ziehe ich es vor, an Kobolde zu glauben. Das ist nicht gespenstisch, das ist boshaft. Was heißt da au? Man belebte mich neuerdings zu zwicken in dem... Ich werde Herrn Eder hierher bitten. Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Der hat doch bloß einen Spaß gemacht. Möglich, möglich, Marie. Aber mir geht der Spaß zu weit. Die Tür ist offen. Kommen Sie rein. Herr Eder, entschuldigen Sie bitte die Störung. Ja, aber bitte. Ist was passiert? Ja, man kann es so nennen. Man könnte es auch mit Ungeschicklichkeit erklären, aber... Haben Sie was runtergeschmissen? Woher wissen Sie das? Mei, ich kenne halt meinen Pumuckl. Die Art, wie Sie über ihn gesprochen haben, vertragt er nicht. Herr Eder... Ich weiß nicht, ob Sie nur zu scherzen belieben. Aber Herr Eder, bitte sehen Sie meine Livree an. Sauber. Da haben Sie sich ganz schön vollgeschmiert. Ich? Wer denn sonst? Falls Sie nicht gescherzt haben sollten, Herr Eder, und Ihr Angebot aufrechterhalten würden, dann... Was für ein Angebot? Ja, ich meine, die Frau Gräfin ist nicht zu Hause, und wenn Sie Lust hätten, Sie könnten jetzt über alle Räume allein verfügen. So, und Sie von dem Gelichter befreien? Ja. So haben Sie doch gesagt. Aber es war nicht so gemeint. Ich meine, am besten... Am besten, Herr Eder, meine ich gar nichts mehr. Ja, das ist am besten. Also, ich komme mit und wenn Sie nachher Ihr Ruhe haben, dann wird nie mehr über die Geschichte geredet. Ausgemacht? Ausgemacht, gerne. Die Frau Gräfin schätzt es sowieso nicht, Herr Eder. Und was ist dann mit Ihrem Egidius? Darüber werde ich nie mehr einen Ton verlieren. Gut, dann gehen wir. Gehen wir. Ja. So kam der Meister Eder das dritte Mal an diesem Tag in die gräfliche Wohnung. Damit er seinen Kobold auch überall ungestört suchen konnte, ließ sich's der Diener Jakob angelegen sein, Marie zu einem Glas Wein einzuladen. Der Meister Eder aber ging von Zimmer zu Zimmer und rief... Pumuckl! Pumuckl! Pumuckl, komm her! Jetzt gehen wir wieder heim! Pumuckl! Pumuckl! Na, klingling, klingling, klingling. Ja. Der Pumuckl geruht in dem Lüster zu sitzen. Ja, sowas. Wenn der Herr Eder so gütig wäre, seine Augen zur Decke zu heben, dann wäre ich gesonnen, ihn zu begrüßen. Heilgrad, da sitzt er ja. Na, du musst ja schrecklich getrieben haben, dass man mich geholt hat. Ja, ja, ich triebte es gräuselig. Die Kanne beliebte zu zerschellen. Das Benzin ließ es sich angelegen sein, auf dem Küchenboden herumzufleußen, zu fließen. Die Buttersemmel erlaubte sich, über den Anzug zu fallen. Ja, sowas. Natürlich mit der Butterseite auf den Anzug. Und der Putzlumpen erfreute sich eines Versteckspüls. Du wirst so einer sein. Komm, Pumuckl, geh runter. Ich hab Hunger und du sicher auch. Hunger? Ja, Hunger. Hunger, nehmen Sie bitte nicht dieses vulgäre Wort in den Mund. Nicht im Zusammenhang mit vornehmen Pümükel, Pumuckeln. Es wird tief verübelt werden. Wenn du nicht gleich runterkommst, dann fange ich an, was zu verübeln. Das würde nicht unserer vornehmen Tradition entsprechen. Komm her, setz dich in meine Tasche und wir gehen. Ist eine Tasche etwas Vornehmes? Äußerst vornehm, glaub mir's. Ja, ja, ich glaub's. Hier wird's mir nämlich allmählich zu langweilig.
Wirklich, ich komme wieder runter. Ja, ist auch besser. Kein bisschen Hobelspäne ist hier und gar keine schöne Hobelbank und keine Säge, die laut kreischt, wenn du Holz auseinanderschneidest. Und dann ist auch zum Beispiel... Und keine Schaukel, in der du dichten kannst und kein warmes Bummelgebett zum Schlafen. Ja, das ist wahr. Komm, gehen wir. Aber komm, gehen wir vornehmen, ja. Ja, ganz vornehmen. Vornehmen gehen wir. Egidius, grüße den Herrn Jakob und beliebe ihn zu trösten, wenn er die Uhren aufziehen will. Die Schlüssel sind nämlich ein bisschen durcheinander geraten. Der Diener Jakob war eine Stunde lang damit beschäftigt, die richtigen Schlüssel zur richtigen Uhr zu finden. Aber er verlor kein Wort darüber. Er war nämlich doch nicht ganz sicher, ob er in seiner Verwirrtheit nicht selber die Schlüssel durcheinandergebracht hatte. Er wartete noch eine Zeit lang, ob sich Egidius nicht wieder meldete. Vergebens. Dann beschloss er, gewillt zu sein, die Angelegenheit gehorsamst auf sich beruhen zu lassen. Vornehm ausgedrückt. Der Pumuckl aber fand es auf die Dauer zu anstrengend, gewillt zu sein, zur Kenntnis zu nehmen, etwas verübeln zu müssen. Und das ist auch gut so, denn wir sind gewillt, die Geschichte jetzt zu beendigen.